Ich habe keine Ahnung, wo wir den Ding herkriegen hier. Weil er sagt ja hier diese, eben diese Blitzzauber. Aber wo kriege ich die her? Das sagt er mal nicht, der Depp. Hey, der Tigerle, lange ist her. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Die magische Bestie, bla bla bla. Von Natur aus eigentlich ein friedliches Tier. Ich fürchte, dass diese arme Kreatur von irgendeiner bösen Macht verdorben worden sein könnte. Entschuldigung. Sein könnte. Ich kann mich noch vage daran erinnern, in der königlichen, der große Hüter des Heckscheins. Ich vermute, dass wir darin vielleicht einen Weg finden können, die Dunkelheit zu vertreiben. Ja, ja. Ich hatte das Buch schon zweimal. Einen Moment bitte. So, sorry. Ja, der Karl hat gerade was geholt. So, ich habe da keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Genau, da ging es nur runter. So, da oben mit ihr haben wir schon. Er ist... Ja. Muschel. Hör mich an, du Lichtbringer, kann meine Stimme, ja. Genau, in der Heimat haben wir. Okay, komm, wir gehen jetzt einfach mal in die Heimat. Ich habe hier keine Ahnung. Teleportieren, Kieslingen. Keine Ahnung, wie man das ist. Kommt vielleicht noch, keine Ahnung. So viel zum Thema. Wir machen heute die Prüfungen weiter, ne? Hat zumindest in den letzten 7 3/4 Stunden nicht geklappt. So, er ist da. Ah, da drüben haben wir was. Wie komme ich denn da her? Ah, nicht runter. Stand nicht drauf aufsperren, also waren wir da schon. Ach, das da oben ist nur... Hä? Vielen, vielen Dank, dass du den Leuten von Kieslingen erzählst, der Tigerle. Jeder Einzelne, der zu uns ins Dorf kommt, hilft uns dabei, eine bessere Zukunft aufzubauen. Also dann lass mich nochmal daran erinnern, wen wir noch brauchen. Wenn wir einen Neuanfang wagen wollen, brauchen wir ein Maskottchen, um alle bei Laune zu halten. Im eisigen Norden soll es eine liebenswerte heilige Kreatur geben. Die wäre genau das Richtige.
Wenn du jemand Passendes triffst, sag ihm, dass er hier in Kislingen herzlich willkommen ist. Danke der Tigerle, wir wissen, deine Hilfe ist sehr zu schätzen. Ein Maskottchen im Norden. Ich war gerade im Norden. Ich habe keine Ahnung, wen die meinen. So, und irgendwen war es hier Hilfe mit einer... Steht eine Maid von Sehnsucht verzehrt, dass ihr Auserwählter wiederkehrt. Aber mal davon abgesehen, bin ich auch im Moment mal wieder mit jemandem am Schreiben hier aus der Nähe, und im Discord bin ich auch mit jemandem am Schreiben. Sag nur Mod von Jens. Ah ja. Gut, ich bin meistens, wenn ich bei Jens drin bin, tatsächlich, dann bin ich dann nur lurkend. Und meistens dann am Mucke hören. So, du bist eine junge Maid. Alle haben sich solche Sorgen um dich gemacht, weißt du? Ganz besonders deine arme Mutter, als du fortgewesen bist. Ups, als du fortgewesen bist, war sie das reinste Nervenbündel. Aber jetzt geht es uns allen gut. Du brauchst dir um Kissingen keine Sorgen zu machen. Wir haben hier alles im Griff. Die Hauptsache ist, dass du in Sicherheit bist und es dir gut geht. Ja, schön, ich suche eine junge Maid. Warte mal, eine junge Maid. Kislinger Hünne. Guck ich aber doch nochmal da drüben. Vielleicht steht die ja da oben. Ja, aber es ist so. Da ist er. Ich brauche Gott sei Dank nicht mehr schreiben, ich bin vergeben. Auch wenn der Kader gerade hart nervt. Also, da oben ist ohne nichts. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung noch, da unten Kislinger Hünne. Das war gar nicht Hünne, oder? Das war hier drüber. Da geht's hier rein. Dann war das hier unten. Ah, ist sie das? Jeder im Dorf hat eine Aufgabe zugewiesen bekommen. Mein Freund versucht, ein paar Fische fürs Abendbrot zu fangen. Wie bitte, was ich mache? Nun, ich beaufsichtige ihn natürlich. Könntest du nicht eine junge Maid sein? Ah, jetzt muss ich weiter suchen. Ich habe keine Ahnung, wo soll die denn hier sein? Aber da geht's dann zum Hain runter. Ah, komm, wir gucken mal. An Kislinger Hünde. Ah, dass wir hier gestartet haben. Nas Copy. Das waren noch Zeiten. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war meine Spieleliste noch klein. Und jetzt komme ich nicht mehr nach.
So, dann noch weiter hoch renne ich jetzt aber nicht. Jetzt ist sie voll lang, ja. Die nächsten Spiele stehen vor der Tür. Das Spiel hier will auch kein Ende nehmen. Ich bin hier sowieso zu blöd zum Questen, wie es aussieht. Aussieht, ja. Aussieht. Ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir noch... Steht eine Maid? Das könnte... Ist damit, hier Sandra gemeint? Der Dorfvorsteher eines Küstenortes starrt hinauf aufs Meer. Er wartet dort am Pier auf Hilfe, denn eine Sache sorgt ihn sehr. Du, nein, nicht du, hier, Chap. Im Schneefeld steht der Heckschein und dieser ist das waldige Revier einer Bestie, die mit ihrem Schicksal hadert. Es liegt ein Fluch auf ihr. So, wir gehen mal hier. Tiklingen, Yggdrasil, Grimalaya. So. Adikvia ist keine Küstenstadt. Jemsawaches. Nautica ist unter Wasser, aber keine Küste. Die Sandinseln Costa Valor werden, also Puerto Valor. Aber das Einzige, was mich hier einfallen würde, Küstenstadt, das wäre, wir probieren mal Lamentea. Und du bist jetzt aber auch mal im Bett. Viel Spaß und mach nicht mehr lange. Nein, mach jetzt eh demnächst. Zumal der Kader gerade richtig hohl dreht. Der rennt nur seit 3 Stunden um die Frau rum und mounts sie an. Und sie ist jetzt geflüchtet ins Bett. Außerdem bin ich schon wieder bei gleich 8 Stunden. Aber mich wundert, dass ich jetzt so blöd bin für. So, am Pier hier steht keiner. Für die bin ich auch zu blöd. Die finde ich auch nicht. So, außerdem haben wir mittlerweile echt Kohldampf. So, am Pier. Das ist der da unten. Was gibt es, mein Freund? Was? Ihr habt Kai vor den Klabautermännern gerettet und er ist wohl auf? Gut gemacht, Reisender, sehr gut. Was dem Jungen zugestoßen ist, hat die Fischer ziemlich traurig gemacht. Aber jetzt ist er in Sicherheit und ihre Stimmung wird sich ganz bestimmt wieder aufhellen. Als Dorfvorsteher von Lamentea möchte ich euch im Namen des ganzen Dorfes ein Geschenk überreichen. Es ist das Mindeste, was ihr für all eure Hilfe verdient. Ihr habt eine Mütze des Piratenkönigs. Sobald die Jungs bereit sind, die Segel zu setzen, fahren wir zu dieser Insel und holen Kai ab. Alle werden froh sein, ihn wiederzusehen. Vielen Dank, mein Freund. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Wahrscheinlich wollt ihr nun weiterziehen, aber wenn ihr mal eine Pause braucht, seid ihr in Lamentea stets willkommen. Hey! Wir konnten Bescheid geben mal. Moment. Ja. In deiner Heimat. Ich vermute tatsächlich, das ist Sandra. Also hier Ingame Sandra, ne? Scorpion, nicht du. Das war da noch das Maskottchen. Wir haben jetzt ja fast alles, was die sagte. Und fehlt jetzt nur noch das Maskottchen. Das finden wir auch noch.
Ja? Und das denke ich ist das da. Im Schneefeld steht der Heckschall, den haben wir vorhin probiert. Irgendein Kniff gibt's da, auf den ich heute nicht komme. Unterhalb von Kriegerfeld, tief im Grunde dieses Reichs versteckt, da wartet ein Krieger der Legenden darauf, dass man ihn entdeckt. Das ist Tristram. Die Prüfung, die ich heute eigentlich machen wollte. Okay. Dann sind das die drei. Also bei Cem bin ich mir nicht sicher. Für Deutsch Sandra. Den Heckschein hatten wir und der unten. Für die Quest hier bin ich sowieso zu blöd, für die Nebenquests. So, dann machen wir nur Teleport, Kieslingen. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zu Gemma. Ach, jetzt war ich gerade in Lamentea, ne? Da hätte ich ja hochgehen können. So. Weil eine junge Maid. Sehnsüchtig erwartet, dass ihr Auserwählter zurückkommt. Also ich habe so ein bisschen die Vermutung hier, wie der Luminary ist für sie der Auserwählte. Ja, den sie auserkoren hat, hat man ja auch immer wieder so zwischendrin mal ein bisschen mitbekommen. Und deswegen denke ich tatsächlich, das mit Kieslingen hier ist sie. Wir müssen erst ihre Quest machen. Und quasi das Spiel abschließen und dann zurückkommen. Ja. Wir brauchen nur noch das Maskottchen. Im eisigen Norden eine liebenswerte heilige Kreatur geben. Da müssen wir dann mal gucken beim nächsten Mal. Jo. Dann Scorpi, nur aber gute Nacht. Aber danke dir fürs Reingucken. Ich werde jetzt aber speichern. So. Jo. Und dann an dieser Stelle schon mal an die Seite von YouTube. Ja, mittlerweile dürften so 7,5 Stunden Aufnahme jetzt sein und jo. Mittlerweile bin ich bei 8 Stunden. Ich habe Kohldampf, die Katze spielt gerade ein bisschen verrückt. Und denke ich, ist ein guter Zeitpunkt hier aufzuhören. Nochmal mega sorry für den lange Delay jetzt dazwischen Tag 21 und 22 Streamaufnahme. Und ich versuche das Ganze so schnell wie möglich zu schneiden. Ja, ja. Ansonsten haben wir heute gut was geschafft. Ich hoffe tatsächlich so ein bisschen, ich werde bis zum 24. fertig, zumindest im Stream. Bleibt sich dann abzuwarten, dann 24.04. geht Trials of Mana los, das werde ich auch spielen. Und dann auch YouTube zur Verfügung stellen. Könnt also, wer da Interesse hat, könnt ihr schon mal Augen aufhalten. Jo, ansonsten würde ich sagen, mal schauen, wann es hier weitergeht, bei mir im Stream. Und bei euch sollte es hoffentlich ab jetzt in einem Rutsch durchlaufen. Und jo, sage an dieser Stelle, guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr gerade schaut. Hoffe doch, euch hat es gefallen. In diesem Sinne sage ich, tschüssi, ciao, ciao. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.